schon hier ein Zelt. Ja, ja, sehe schon blinken. Boah, schön. Wo fangen wir an? Ach ja, ja, okay, das Tagebuch. Das ist unnötig. Aber es stehen noch mehr. Guck mal hier, die ganzen Kisten sind eigentlich leer. Handschuhschema über... Gibt dem fröhlichen Kaufmann die schöne Art. Ah, toll, das ist der Kaufmann. Das bringt ja wieder viel. Warte, warte. Aha. Inventar. Jetzt will ich gerade mal gucken, welche ist besser. Das kann man sowieso weglegen. Okay. Okay. Das gleiche, ne? Ist auch gleich. Ah. Die wiegt einfach zu viel. Ja, das kann man... Hey, fliegt die einfach mal. So. Sell. Jetzt geht's hier zurück. Und dann können wir die Hauptquest durchsuchen, denke ich mir mal. Weil es gibt hier sonst nichts anderes. Mit dem Ruhmschmied auch ein, so ein Halbmann. Komm, der geht sogar mit dem. Dich wiederzusehen ist mir eine große... Ja, ja. Ja, deine Scheiße. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Ja, und ich wusste, dass ich eine Quest von dir hatte. ...in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken. Wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. Ja. In Ordnung. Bis morgen dann. Die Haut glitzert, Alter. Zu viel Schminke drauf. So, was haben wir denn noch an Quests? Da wartet ein Tag. Wo ist das nochmal? Ganz links, ne? Ja, hier. Machen wir das mal. Er ist zermalmt worden. Er hat den Besitz. Er ist zermalmt worden. Oh. Ja, es war jetzt schwer, ne? Toll. Das war die Quest. Dann haben wir keine mehr, ne? Oder? Ich guck nochmal genauer. Also. Ja, die zwei Hauptquests. Ah, warte, das hier besorgt. Ah, ja. Hm. Ja, da müssen wir warten. War's das? Das Blood and Wine, ne? Wundert mich, dass wir keine Nebenquests für Blood and Wine haben. Im Mäusack. Ach so, im Gwind, ach so. Nee. Nein, danke. Ach, das ist ja hier um die Ecke. Vier Meter. Heya! Das wird eine gute Ernte. Alles Gute. Wenn hier vor dem Herbst liegt, das ist alles nicht mal ein Hundewimmel wert.
Hat ein Hundepimmel? Okay. Als Angler. Schneller. Mhm. Da haben wir noch was. Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Ah, toll. Der Glück ist auf unserer Seite. Nicht so schnell, Plätze. Da drin? So. Anscheinend müssen wir hier durch. Da war was. So. Was gekraxelt ist hier von oben? Jade. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Und eins und zwei. So, ja, der Bogen. Also, es war schon. Nur eine. So. Langsamer. Jägerhütte. Ja, komm. Ah, da müssen wir genau um die scheiß Spinnen da. Die waren ja genau da oben. Tschö. Bam, 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 bam. Oh, schon dunkel. Wir schlafen eh so. Denn, ne? Er hier. Oh, das ist woanders. Oh. Oh. Ah. Oh. Wie's aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. 1000! Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Kann man aussteigen lassen.
Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nordlinge allerdings sind eigenartig. Wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Würdest du mir etwas anfertigen? Cool. Kleine Glyphe des Schutzes, kleine Glyphe der Verstärkung. Verzauber Stufe 1, die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Treffer mit Yard verringert die gegnerischen Ausdauer. Stirbt ein Gegner auf dem Ziel, wird der Effekt auf den nächsten Ziel übertragen. Hier, das können wir machen. Cool. Sämpfen auf. Ah ne, wir können das uns entscheiden. Bleiben wir dabei. Das war Besänftigung. Da müssen auch genug Socken anscheinend sein. Cool. Danke. Bis dann. So. Nice. So. Jetzt warten wir, ne? Bis ja 12. Und dann können wir auch die Quest abgeholen. Hi. Dich wiederzusehen ist mir eine große. Sind die Duplikate der Schemata fertig? Ja, sie gehören dir. Genau wie mein Dank. Danke und lebe wohl. Cool. Ja. Das war die Quest. Vier Rüstungen haben wir ja schon gemacht, ne? Oder haben wir bei denen gekauft? Das ist so die, denke ich mal. Ja, der feiert geht auch ab, dass wir alle Nebenquests von dem DLC geschafft haben. Keine hier. Ja, Schatzquests haben wir gar keine mehr. Zusammen öffne dich. Oder die Sause des toten Mannes. Ja, machen wir das. Ich schon mit Shani. Mit Sani, wollte ich gerade sagen. Ach du Scheiße, die waren Ochs und Wort. Ah, die sind auf Fragezeichen. Naja, wenn wir immer mal vorbeikommen, wenn nicht, dann ist auch egal. So. Hinter uns. Was geht mit der? Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte.
Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Hm. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und Sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen Sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Nee. Was soll ich sagen? Ist alles richtig. Außer das da. Es geht eben nichts an. Sie ist eine schöne Frau, aber wir haben nur unsere eigene. Ja? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Sharni, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er handelt mit Spiegeln, jemand mit Macht. Ich weiß es nicht genau.
Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Mehr muss ich nicht wissen. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Mhm. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Ah, okay. Dann machen wir es so. Naja. Wir hatten sie ja mal einen Korb gegeben in The Witcher 1, ne? Gar nicht so gut. Ah, ich muss uns entscheiden zwischen Triss und Shani. Und ich habe mich für Triss entschieden. Lang lebe der König. So. Ach, mir blöd. Abkürzung. So. Ah, hier ist sogar noch ein Fragezeichen. Speicher. Ah, nee, er hat schon gespeichert, okay. Sind wir zuerst im Fragezeichen? Ich würde sagen, ja. Okay. Ein Vogelkreatürchen. Ha! Wo ist denn hin? Da ist noch einer. In der Ferne. Ich hab gehört, scheiße. Aber es ist dead. Bäh.
Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Okay. So, dann gehen wir zur Quest. Speichern. Und dabei. Ich steck das Schwert weg, meine Güte. Cool, hat das auch immer automatisch gemacht. Da muss man dir nichts sagen. Nein! Scheiße, wie komme ich jetzt da rein? Ah, warte. Ah, fall doch nicht mal hin. Das ist eine Eiferwand. Rexecke deswegen. Hey, wie komme ich in die Scheiße rein? Nein, ich muss da nicht rein. Toll. Einmal um das Gebäude. Um das Anwesen. Hier ist es. Scheiße. Komm, wir stalken ihn mal. Mann, manchmal hatten wir voll die Probleme mit dem Speichern. Ah, jetzt. Speicher. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Okay. Gehen wir? Ja. Gehen wir. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier.
Gute Idee. Okay. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Ja, genau. Shani. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Toll. Hier ist mal da und fiesches. Was ist das? Inventar, ist das gut? Oh ja. Alter. Und zwar richtig gut. 100 Rüstungsdurchbohrung. Plus 15 Art, plus 15 Igni, plus 10 Chance auf Verbrennen. Und plus 5 Schaden. Okay. Das behalte ich mir mal. Nö. Muss man mal schauen, was wir damit noch machen können gleich. Ich weiß nicht, soll ich jetzt runtergehen? Nein, machen das zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann, also bis dann. Ciao. Hallo Leute, es geht hier weiter mit The Witcher 3. Herz aus Stein. Genau. Wie ging es denn jetzt weiter? Hier, ne? Hä? What the... Da geht's weiter. Genau. Oh. Warum liegt denn noch Geld? Warum liegt denn noch Geld? Warum geht hier noch Geld? Wir sind ja hier im Mausoleum. Und müssen hier die Familienkrypta von dem Everwix. Lol, da war eben Geld, habt ihr gesehen? Das war auf jeden Fall verschwunden. Lol. Das habe ich wahrscheinlich schon genommen, aber es war schon noch eingeblendet. okay, da unten sieht der Kampf aus, deswegen habe ich anscheinend aufgehört. Das sieht wirklich nach Kampf aus, das wird gleich Kampf geben. Warte. Ich schätze mal, es kommen Geister, oder? Ja, versuch's. Ich denke mal. Erscheinen. Aha. Nein, was machst du? Er hat jetzt nicht... Was machst du für eine Scheiße? Ach. Ich hab falsch... Oh. Ich hab was Falsches aktiviert. Das war mein Fehler. Ah ja. Knödel. Komm in den Kreuz. Warum machst du jetzt? Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte so mich umsehen. Ja, da hinten ist auch noch was. Ich dachte, erstmal hier alles looten, was nicht nied- und nagelfest ist. Dahinter ist irgendwas. Secret Room. Was haben wir hier? Alexi, 19. Geliebter Sohn und Bruder. Votivkerze zu Ehren der Toten, alter Brauch. So.
Das nehme ich mir alles mit. Zack, 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 zack. Was steht hier? Honoratina, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. Ist er auch nicht. Da war man, ne? Da war man. Denn hier. Ist sogar ein Schwert. Hm. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Elbrück, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Okay. Was denn hier eigentlich? Das war wie... Aha. Oh, wen haben wir denn da? Kryptoschlüssel. Ah, so kommen wir auch da wieder. Geht's hier lang? Das ist aber... Ah, Mist. Verschlossen, scheiß Schatz, ist Shuttle da. Die wiegen immer so viel, Alter. War da hinten noch was? Oh.